Hallo und herzlich willkommen zu Veronikas Seelenzauber. Es freut mich sehr, dass du wieder mit dabei seid. Es ist natürlich wieder Zeit für den Wochenausblick für die kommende Woche, die energetisch jetzt quasi so ein bisschen die ruhigste Woche vom Dezember ist, weil übernächste Woche gingen dann die Rauhnächte los. Da wird es wieder ein bisschen intensiver, ein bisschen magischer, möchte ich fast sagen. Und der Schorsch. Die kommende Woche haben wir jetzt energetisch keine besonderen Tage, außer am Samstag einen sehr, sehr wichtigen Tag, nämlich die Wintersonnenwende, die Geburt des Neuen, und dann gehen wir quasi in so eine Phase von Übergang Alt-Neure, auch das mit den Rauhnächten natürlich, das geht bis Lichtmess, bis Februar dann, glaube ich, ist im Februar, also wie gesagt, Geburt des Neuen zum Wochenende hin und dann Übergang Alt-Neu. So, dann schauen wir aber einmal rein, was die kommende Woche für uns bereithält. Also das Erste, was ich kriege, ist so, da tust du Glitzerstaub in die Luft schmeißen. Also so Glitzerdinger, das ist so. Es hat was Magisches, hat auch was so. Du machst es mit der linken Hand auch. Also du folgst da sehr deiner Führung, deiner inneren Anbindung. Du fragst nach, wenn du was wissen möchtest, du kriegst die Antwort. Und dass du da Glitzerstaub in die Luft wirfst, das sagt mir einfach, dass du dein Leben noch ein bisschen magischer machst, dass du durch diese Anbindung, durch das, dass du deiner Führung folgst, dass du da einfach ein bisschen glitzerigeres Leben kriegst. Ich möchte da noch ein bisschen mehr wissen. Ja, okay. Okay. Finde ich total schönes Bild. Also mir ist jetzt ganz, ganz viel gesagt worden. Zum einen, wie es quasi mit deinem Stab, also ich habe wieder die Hohepriesterin da, die, wo sie nicht kennen, die kriege ich halt immer, weil ich halt selber da Medium bin und so weiter und so fort. Hallo Josh, magst du auch was sagen? Komm mal her, komm mal her. Komm hoch. Hoch. Josh möchte kurz Hallo sagen. So, also auf jeden Fall, du tust quasi mit dem Stab so aufstampfen. Du kannst schon wieder runtergehen. Das mit dem Stab so aufstampfen, das habe ich auf der rechten Seite, links habe ich diesen Glitzerstaub, rechts habe ich quasi, mir ist nochmal mehr an Stärke gewinnen. Ich habe das sehr gelb wieder herinnen, gelb ist bei mir die Farbe der Stärke, finde jetzt auch lustig, dass ich einen gelben Pulli auch habe. Also die ganze Aura, die wird nochmal stärker, du wirst nochmal kräftiger, nach oben hin habe ich quasi die Anbindung, ich habe aber auch die Verwurzelung, du bist barfuß, du bist geerdet, du bist quasi bodenständig, trotz allem, ich sehe, wie ganz viele Menschen auf dich zukommen, quasi wissen wollen, hey, wie hast denn du das gemacht, wie bist denn du da hergekommen, George, geh weiter oder bleib stehen. Also, dass da viele an dich herantreten und von dir quasi Rat wollen, von dir Hilfe wollen. Das bitte beruflich ausleben, privat dann aufs Berufliche verweisen, weil deine Arbeit ist was wert und da bitte nicht irgendwie. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber ich krieg dich da auch sehr mächtig her, sehr, aber trotzdem sehr sanft her, was diese Menschen betrifft, die da alle was von dir wollen, so ungefähr. Also da kriege ich dich, du hast da sehr viel Verständnis, du bist da sehr liebevoll, du bist da sehr sanft im Umgang mit diesen Menschen, aber gleichzeitig kriege ich die sehr mächtig her und sehr weise und sehr stark genug, auch mit den ganzen Energien umzugehen und stark genug vor allem auch, dass du auch auf dich schaust. Also du vergisst dich selber nicht mehr. Was ich jetzt ganz am Schluss noch gesehen habe, was ich unheimlich schön finde, weil ich habe dann halt so reingefragt, ja, aber die haben ja jetzt alle gelernt, die da quasi alle was von dir wollen. Schaust du da jetzt zu sehr von oben herab oder was ist da los? Und dann habe ich die Perspektive von der Hohepriesterin selber reingekriegt. Also ich habe quasi durch ihre Augen geblickt. Und da habe ich dann gesehen, die hat da so ein bisschen in den Horizont geschaut, in die Ferne geschaut und hat schon gesehen, da gibt es auch andere große Menschen. Also bist du nicht die Einzige sozusagen oder der Einzige, sondern du warst so hier, Seelenfamilie, haben wir es wieder. Du warst die kämmern, du warst die gibt's, du. Ja.
Und die kämen tatsächlich auch immer, immer näher. Ich bin gerade am Hören, deswegen. Das ist Wintersonnenwind. Das ist Wintersonnenwind. Wir schauen gleich noch genauer rein. Aber sie hat jetzt wirklich so gesagt, ich musste so lange alleine gehen, damit ich so stark werde, wie ich jetzt bin. Die hat jetzt Hochdeutsch geredet. Keine Ahnung warum. Aber die hat wirklich so, das war was sehr Inneres. Das war was sehr, danke, dass ich so lang allein gehen hab darf. Also die versteht das jetzt auch, wenn du jetzt sehr lange schon alleine unterwegs bist, dann wirst du da ein Verständnis entwickeln. Weil du dann kapierst so, yo, ich hab ja so stark werden müssen und da haben wir dieses Brat fertig, möchte ich fast sagen, was ich im Dezemberausblick schon erwähnt hatte, dass man zur Wintersonnenwende quasi so einen Zyklus beenden, dass du da, naja, dann anfangen kannst. Das sehen wir dann, wie gesagt, übernächste Woche oder im Ausblick jetzt, dann für den Sonntag werde ich natürlich auch reinschauen. Aber du wirst jetzt quasi so rund gemacht, so ganz gemacht, so. Du kannst mit dem ganzen Scheiß jetzt auf einmal umgehen die Woche oder lernst das die Woche nochmal, gewinnst nochmal an Stärke und Magie ist da und du hörst auf dich und du bist geerdet und das ist so ein wirkliches, jetzt bin ich bereit für die Welt, möchte ich fast sagen. Also das ist so ein richtiges, ja, also ich bin immer vorsichtig mit Begriffen, Vollendung, Ankommen etc. pp., aber ich krieg's einfach so rei, dass du quasi in dem, was du da jetzt die letzten Monate, Jahre vielleicht auch dir erarbeitet hast, dass du da jetzt wirklich an einem Punkt bist, wo du sagst, ich bin bereit für die Welt, ich bin jetzt stark genug, jetzt kann die Welt kommen, so ungefähr. Also für alle, die ein Eremitendasein geführt haben, die Zeit ist neigt sich dem Ende. Habe ich aber in einer Kartenlegung auch schon mal gesagt, jetzt die Woche. Oder vorige Woche, ich weiß es nicht. Also da kommt so wirklich so Bewusstheit auch nochmal darüber, warum du so lange allein gehen hast müssen, dass das nicht irgendwie fies vom Universum war oder drauf von dir im Seelenplan geschrieben, sondern dass das zu deinem Besten war, weil du nur so dahin reifen konntest, wo du jetzt stehst. So, jetzt schauen wir aber mal die einzelnen Tage an, da die sagen, am Montag kriege ich sofort einen Wasserball präsentiert, da kommt wieder Leichtigkeit rein, da kommt auch wieder ein leichterer Umgang mit Energien, mit Emotionen, mit Gefühlen, also mit allem. Wasser ist ja immer so ein bisschen Gefühlssachen und Emotionssachen. Und da es ein Ball ist, kriege ich da einfach immer so ein bisschen da kommt mehr Leichtigkeit wieder dazu, da kommt so dieses, hey, ich kann schon umgehen mit dem Ganzen. Also da lässt du es auch wirklich fließen, weil jetzt kriege ich gerade noch einen Fluss, du lässt das einfach durch dich fließen. Du sagst so, okay, jetzt fühle ich mich gerade doof. Ist okay, ich darf mich einmal doof fühlen. Dann geht es ganz schnell wieder raus und dann kriege ich die auch schon wieder grinsend her. So, hey, jetzt bin ich wieder da, wo ich hingehe, so ungefähr. Also, ich kriege den Montag wirklich sehr, sehr. Ja, es ist nicht, dass du da mehr Leichtigkeit brauchst. Am Montag ist wirklich so, du lebst mehr Leichtigkeit. Weil da kriege ich dich ja sehr humorvoll rein, wenn du da mal stinkig bist oder angepisst oder irgendwas. Also da kriege ich dich sehr humorvoll mit dir selber rein und sehr humorvoll, was dieser Energiefluss, dieser Energieaustausch angeht. Und wir nehmen ja ständig von irgendwo Energien auf und geben es wieder ab und dann haben wir unsere eigenen noch und überhaupt und sowieso. Und Montag kriege ich es so wirklich, dann nimmst du den ganzen Zirkus mal ein bisschen mit Humor und sagst, das ist halt so. Fertig aus. Kann sich jetzt auch jedes Medium, das hier zuschaut, angesprochen fühlen, dass du dann einfach da besser damit klarkommst, dass du da mal mit einem zwinkernden Auge drauf guckst und nicht so, oh mein Gott, jetzt habe ich da was Blödes aufgenommen, wie werde ich das wieder los? Nee, überhaupt nicht. Da habe ich es wirklich so herin. Du bist da so locker flockig und sagst so, mein, das ist heute so, ich mach mal heute jetzt mal weiter und ich gehe jetzt einfach mal meinen Weg. Dienstag, schauen wir jetzt mal weiter. Also Montag gefällt mir super. Wie geht's am Dienstag weiter? Da kriege ich dir jetzt wieder, damals wieder unseren eigentlich Montags-Running-Gag, der jetzt zum Dienstag sich verlagert hat. Habe ich jetzt ein paar Mal für Montag reingekriegt, darum sag ich da Running-Gag. Dienstag kriege ich wieder sehr zart rein, sehr sensitiv rein, sehr sensibel rein, sehr sanft rein, sanftmütig. Also da kriege ich wieder so ein, ja,
Da, Hego, pfleg dich bitte einfach gut, da kriege ich wieder so ganz roséfarben, ganz weich, da bist du sehr weich, da bist du vielleicht sehr angreifbar, dann bitte extra auf dich aufpassen am Dienstag. Und die einfach wirklich, ja, ich habe es gerade schon gemacht, sich selber quasi so ein bisschen in den Arm nehmen am Dienstag und sagen, passt schon alles. Dass die, also Dienstag wirklich so ein bisschen Selbstpflege, Selbstliebe, selbst hegen und pflegen und Gutes dir tun. Wirst am Dienstag brauchen, weil du da einfach sehr sanft bist. Da kriegst du die Energien sehr stark mit. Da bitte nicht dann durchdrehen oder draufkloppen oder dich als Opfer sehen, sondern wirklich einfach sagen, okay, dann bin ich halt heute wieder ein bisschen weiblicher, ein bisschen schwächer, ein bisschen sanfter. Schwachsein ist stark. Also Schwachsein ist Stärke, dass du dir das einmal erlaubst. Und da darfst du wirklich ein bisschen mit dir einkuscheln und einfach ein bisschen langsamer machen und ein bisschen liebevoller machen und das einfach einmal annehmen, dass du nicht jeden Tag stark sein kannst. So. Mittwoch. Inwiefern? Mittwoch kriege ich wieder sehr kommunikativ rein. Ich kriege die Farbe Blau rein. Das ist bei mir eine sehr positive Farbe. Die steht auch für Positivität. Die steht für dass du innerlich positiv ausgerichtet bist. Ich habe jetzt auch reingekriegt, du sprudelst aus dir raus. Da bist du sehr kommunikativ. Da dann bitte einfach bloß dir selber zuhören, was da so alles aus dir rausgesprudelt kommt. Aber ich kriege dich da sehr optimistisch, sehr positiv rein. Da kommt schon wieder so ein wirbelwindiges Kind durch, das wo da, ja, labern möchte. Also da kriege ich die wirklich bla 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 rein. Da kriege ich die wirklich, da bist du so voll, boah, ich muss irgendwas verzollen. Also das ist so, da kommt so ein Schub wieder durch. Da kommt wieder Kraft, da kommt wieder mehr Optimismus, da kommt wieder, das ist so, Mittwoch hat was sehr Wirbelwindiges, sag ich jetzt mal, und da geht's voll um Kommunikation. Ich krieg jetzt gerade auch noch einen Brief gezeigt. Kann auch sein, dass da an dich sehr viel herangetragen wird. Also gar nicht so, dass das von dir auskommt, sondern dass du von außen da sehr viel Briefe kriegst, nenne ich es jetzt mal. Und Briefe, Freunde, ihr wisst es alle, da gehört jetzt heutzutage auch WhatsApp dazu etc. pp. Auch wenn ein Brief trotzdem immer noch schöner ist, wie ich finde. Aber da kommen sehr viele Nachrichten. Also das habe ich, kriege ich jetzt auch noch zusätzlich rein. Also entweder bist du sehr sprudelig oder es kommen viele Nachrichten oder beides, ist ja auch wurscht. Einfach Ruhe bewahren und positiv bleiben, aber da, ich kriege da wirklich eine sehr, sehr schöne Energie rein. Der Donnerstag, wie kriegen wir einen Donnerstag her? Da kriege ich die Eule. Warum die Eule und dann Magier? Ja, gut, Donnerstag. Das ist wahrscheinlich auch das, wo wir an Stärke gewinnen werden. Donnerstag kommt es auch, dass irgendwas an dich herangetragen wird, was möglicherweise dich verwirren könnte, was möglicherweise deine eigene innere Wahrheit in Frage stellen könnte. Bitte, meine Lieben. Ja, ich krieg gerade nur die Bestätigung, das ist das, wo du quasi noch stärker wirst, wo du dich quasi nicht mehr von außen beeinflussen lässt, sondern wirklich deiner Weisheit, deiner Wahrheit folgst. Du machst einen Magier, du hörst nicht mehr auf andere oder lässt dich da von irgendwelchen anderen Meinungen über dich beeinflussen, sondern da krieg ich wirklich nicht, da sagst du, ich folge lieber bei mir, weil da weiß ich, dass ich recht habe. Also das ist so, ich folge lieber meinem Inneren, ich folge lieber, also als Beispiel jetzt, es kann sein, dass da irgendein Mensch irgendeine Meinung über dich hat oder meint, du müsstest da oder da noch was dran arbeiten oder sonstiges. Kann auch sein, dass du das mit dir selber machst, dass dein Hirn dir dann wieder sagt, du, da musst du aber was verändern. Dann sagt er selber so, ich folge meiner Weisheit und dann tu es bitte auch. Also da kriege ich es wirklich ganz stark, auch was das Tun reingeht, dass du da dann eine Grenze setzt und sagst, nein, im Inneren weiß ich, wo es hingeht und dem folge ich jetzt und da bleibe ich bei mir ganz einfach. Also da kriege ich wirklich, das wird dich nochmal stärken, weil du da nochmal Ja zu dir sagst und Nein zu Einflüssen von außen oder von deinem Ego. Wie gesagt, das kannst du selber fabrizieren, das kann von außen an dich herangetragen werden. Ich krieg's aber mehr, dass da von außen eventuell was kommt. Dann bitte bei dir bleiben und Grenzen setzen und sagen, na du, Moment einmal, das ist bei mir anders. Oder da denke ich anders drüber, da habe ich eine andere Wahrheit drüber, wie auch immer. Am Freitag
Hat Grill wieder sehr viel Farben gezeigt. Inwiefern? Freitag habe ich wirklich so, kriege ich Leidenschaft rein, da kriege ich Prickeln rein, da kriege ich Feuer rein, da kriege ich irgendwie so, so eine Energie rein, so ganz kräftig, ganz, ja, leidenschaftlich ist das Wort, das das Ganze am besten beschreibt. Und zwar über die Magie des Lebens. Also du erschaffst dir da quasi, also dein Leben wird prickelnder, dein Leben wird leidenschaftlicher, weil du dich so sehr erfreust an der Magie des Lebens, also sprich an Synchronizitäten, an irgendwie Wünsche gingen in Erfüllung, Antworten kriegst du, die du brauchst, das wirklich so, also da kriege ich so das Spiel mit dem ganzen Feinstofflichen, das Spiel mit dem Universum, mit dem Leben, das kriege ich da wirklich so, da bist du so richtig heiß drauf, da bist du so richtig so, da glüht's quasi, da bist du so richtig, boah, scheiße ist das geil, dass ich so viel wahrnehme, boah, scheiße ist das geil, dass ich da so doch bewusst durch die Welt lauf und quasi, wenn ich eine Frage habe, schicke die los und die Antwort kommt und das, da bist du so richtig, ja, kribbelig, hibbelig, weiß ich nicht, wie man da bei euch dazu sagt. Da kriege ich die wirklich so, ja, hat ein bisschen einen frechen Touch auch, aber sehr viel Liebe auch und so sehr viel, ich verstehe die Welt jetzt irgendwie, also da kriege ich so, du kriegst du es hier, dass du wirklich mit dem allen, was da so ist, spielen tust? Also, das war jetzt kein Deutsch, aber das ist mir wurscht, weil es geht um den Inhalt und nicht um meine Deutschkenntnisse. Geiler Scheiß, also Freitag kommt da wirklich nochmal feurige Energie rein. Also, kann auch sein, dass du dann einfach, schon wieder einhab, ein bisschen kreativer wirst, dass du da einfach so, da ist jetzt das passiert, da ist jetzt das passiert, da ist. Also da kriege ich so ein bisschen was Verschmitztes auch und das gefällt mir. Samstag, Freunde. Und der Freitag hat schon eingeläutet. Ja, jetzt werden wir aber christlich. Na gut, aber vor Weihnachtszeit. Ich sag's euch gleich, was ich gesehen hab. Gott, ist das schön. das ist wirklich ein Ankommen. Also das ist, was ich jetzt in dem Bild gesehen habe, du bist so aus dem Bett aufgestanden, hast du quasi dein Hohepriester-Outfit reingezogen, wie auch immer, hast den Stab genommen und sagst so, jawohl, ich bin das, ich mach das, ich kann das und dann lebe ich das halt auch. Also so quasi, du nimmst deinen Dienst an, du nimmst deinen, wie soll ich denn sagen, du nimmst dich an. Also das ist wirklich so ein, du sagst ja zu dem, was du bist, du sagst ja zu dem Kern, zu dem Wesen, das du bist. Und du sagst da nicht bloß ja dazu, sondern du sagst, ah ja, da bin ich ja stark genug, dass ich das lebe, wenn das in mir drin ist. Also da kriege ich wirklich so dieses, du nimmst deine Lebensaufgabe an. Also das ist das passende Wort. Das ist so wirklich so. Du stehst auf und du bist einfach nicht mehr der Mensch, der du mal warst, sondern du bist jetzt das, was in dir ist. Du lebst das nach außen, du nimmst so wirklich diese Gabe an, dieses Talent an, diesen, ja, dich auch irgendwo an, so wie du halt nun mal bist und dass du aber auch mit dem Ganzen klarkommst. Und ich bin ein bisschen ruhiger geworden jetzt im Gegenzug zum Freitag, der läutet das so ein bisschen, ey. Und Samstag habe ich dann wirklich so ein, ganz, das ist so völlig normal, dass du das bist, dass du das lebst und dass du da stark genug bist. Und das ist aber was sehr Berührendes, das christliche Bild, was ich reingekriegt habe. Da war wirklich so ein Laib Brot und du hast du hergeschnitten und hast verteilt. Also, wie gesagt, vor Weihnachtszeit kriege ich halt auch mal ein bisschen
christlicheres Bild soll jetzt nicht das Abendmahl symbolisieren, um Gottes Willen, sondern wirklich so, du gibst Brot an die Menschen. Also so, da geht es sehr ums Talent, um die Gabe, um das, was du in dir trägst, womit du die Welt bereichern kannst. Und das, da sagst wirklich Ja dazu und lebst es und weißt auch um deine Stärke, dass du das wirklich kannst, dass du groß genug bist, dass du gut genug bist, dass du stark genug bist. All das haben wir am Samstag. Also da haben wir wirklich ein Ankommen. Ich muss Ankommen sagen, weil ich kann es nicht anders beschreiben. Das ist wirklich so. Du weißt, wer du bist, du lebst das und du weißt, dass du es kannst, vor allem. Also nicht bloß können im Sinne von das Talent können, sondern eben auch damit umgehen können, mit allem, was da noch dranhängt. Eben auch im privaten Feld damit umgehen können und das akzeptieren, dass das halt einfach nun mal so ist. Wenn du jetzt Medium bist, dann kann ich mir vorstellen, dass das sehr stimmig ist. Dann geht es quasi auch darum, dass du mit den ganzen Energien, die da so vorherrschen, jetzt wirklich umgehen kannst, dass du das, ja, bin gerade selber verwundert, wie langsam ich jetzt spreche und wie, was da für Ruhe drin liegt. Also das ist wirklich, da liegt so ein Einssein mit dir drin, da liegt eine Ruhe drin, da liegt, ja, enorme Stärke drin, das ist bratfertig. Ich wäre nicht ich, wenn ich dann mal wieder sowas reinhau. Also Samstag wirklich Amen, sage ich da. Wie schaut es denn dann am Sonntag aus? Ein interessantes Bild. Du hast da mit deinem Stab so einen Vorhang weggemacht, der aber eh schon sehr lichtdurchlässig war. Also das war jetzt quasi ein, was weiß ich, Vorhang, sondern einer, der eigentlich schon durchsichtig war. Der ist jetzt ein lila bei mir. Lila ist ja immer Zeichen für Transformation, fürs dritte Auge, für Veränderung und Wandlung. Und du betrittst da quasi eine neue Welt. Also das ist wirklich Geburt des Neuen. Und dann Übergang alt-neu. Da hebst quasi den Schleier, der da vielleicht noch irgendwie dir irgendwas verschleiert hat, wo du dich vielleicht noch nicht klar gesehen hast oder wo vielleicht noch die nicht die Veränderung da war, die du dir gewünscht hättest. Da den machst du jetzt auf Zeiten und du betrittst wirklich eine neue Welt. Was soll ich denn da noch dazu sagen? Also, Neuland, meine Lieben. Ich darf es jetzt fast einmal so beschreiben, den ganzen Wochenausblick. Du warst quasi früher eine Raupe, so, dann bist du in so einer, du hast dich verpuppt und jetzt kann der Schmetterling fliegen. Und wie gesagt, natürlich, jetzt wo der Schmetterling fliegt, dann kommt wieder irgendwas, was dich wieder zur Raupe macht, wo du dich wieder entpuppen darfst. Das ist ja ein ständiger Zyklus. Aber der, wo du jetzt gehst hier gerade noch, der wird sich dem Ende neigen. Der ist am Samstag fertig und am Sonntag geht's in was Neues und da freue ich mich riesig. Wie gesagt, auch das braucht natürlich Zeit. Übergang alt-neu haben wir ein bisschen Lichtmess, bitte nicht vergessen. Aber du bist ein Stück weit fertig und kannst jetzt quasi in neuer Kraft, in voller Stärke das tun, was du dir jetzt quasi die letzten Monate oder Jahre erarbeitet hast. So. Amen. Was soll ich da dazu sagen? Halleluja. Freunde, ich rede schon 24 Minuten, dann darf ich sagen, ich schaue ganz kurz im beruflichen und im Liebesbereich rein. Im Beruflichen machst du es so, also weitermachen. Liebesbereich. Geht das ja? Also im Liebesbereich ist bei mir wirklich alle sozialen Verbindungen, da ich diese Bewegung kriege, und ich frage ja jetzt auch bloß kurz rein, da wird es mal also ganz kurz angedeutet bloß. Im sozialen Bereich bitte nochmal drüber gucken, ob du da noch Menschen in dein Leben einlädst, die dir nicht gut tun und da wirklich nur nehmen, was. Ich sage, das Einfachste ist, wenn du mit jemandem in Kontakt warst, scheißegal ob schriftlich oder so, wenn du dich danach schlechter fühlst, weg damit. Wenn du dich danach neutral oder genau oder positiver noch fühlst, besser fühlst
Oder genauso wie vorher, dann darfst du den Menschen in deinem Leben halten, sozusagen. Wenn es dir schlechter fühlst, dann mach den doch einfach aus deinem Leben raus. Also da noch ein bisschen mehr drauf achten, bitte, okay? Und auch was Sehnsucht und Erwarten betrifft, kriege ich auch gerade noch rein. Da auch noch ein bisschen schauen, dass du in der Balance bleibst, dass du dich immer wieder zu dir zurückholst. So, meine Lieben. Und dass du eben sehr unbekümmert rausgehst, wird mir jetzt auch noch gesagt. Also im sozialen Bereich, mach Narrenenergie. Ja, geh wirklich raus, leb dein Leben, scheiß einmal auf alles und mach einfach, wie du meinst. Dann kriegst auch da das, was du verdienst und die Wende hin. Also da nochmal ein bisschen drauf achten. Aber alles in allem, das werden wir die Woche hinkriegen. Definitiv. Also ich bin beeindruckt. Ich bin, ja, was soll ich sagen, da fehlen mir die Worte und da bin ich narrisch gespannt, was dann übernächste Woche zu Weihnachten hin quasi so auf uns zukommt, wie wir dann da weitergehen jetzt mit dem, dass wir ein Stück weit fertig werden. Wie gesagt, ein Stück Erleuchtung gibt's für mich nicht, auch ein wirkliches, ich bin jetzt total eins mit mir, gibt's für mich auch nicht, weil wir dann uns ja ständig entwickeln und wandeln und wenn wir mal einen Zyklus abgeschlossen haben und ein neuer anfangen, dann kommt wieder was Neues und dann gibt's wieder was Neues zum Entwickeln. Also das bitte immer auch beachten, das ist immer wichtig. Weil da gerade in dieser Szene sehr viel Blödsinn verquatscht wird. Also, Freunde, Charity-Event. Ich belasse das jetzt einfach mal dabei. Ich kriege noch die Pferdereihe. Also Veränderung, Veränderung, Veränderung. Supi. Und Bewegung kommt scheinbar rein. Charity-Aktion für Weihnachten endet auch an Heiligabend. Werde dann auch an Heiligabend bekannt geben, ob es das Live-Channeling gibt oder nicht. Und wie viel da zusammengekommen ist und wie viel ich da spenden darf an Sea Shepherd. Wenn du da dabei sein magst, wenn du auch sagst, ich will die Wale und die Meere unterstützen, dann schau dir das Charity-Video oder erkläre ich genau, wie ich es mache. Das heißt, glaube ich, ein Weihnachtsgeschenk für euch und die Welt oder so. Wenn du zu einer Veranstaltung von mir kommen magst, zu einem Live-Channeling, zu einem live-medialen Vortrag vor Ort mit Schorsch, mit Snackpause und mir. Ich bin in Wegberg am 18.01. Weitere Veranstaltungen findest du unter www.seelenzauber.info. Da ist alles, steht alles drauf. Da kannst du auch einen Gutschein oder ein T-Shirt oder sonstiges kaufen. Vielleicht auch nur als Weihnachtsgeschenk, dann aber bitte damit das der Postversand auch noch schafft. Und ansonsten kannst du natürlich ganzjährig auch kaufen. Und mit den T-Shirts und so weiter unterstützt natürlich auch meine Arbeit. Da auch nochmal danke für alle, die so fleißig auch mir einfach Geld überweisen oder ein Reading einfach mehr zahlen als Kost. Danke, dass ihr meine Arbeit so wertschätzt und unterstützt. Ich weiß das sehr, sehr, sehr zu schätzen. Und ja, daran wirklich viele sehr großzügig. Danke dafür. Und ja, das Wichtigste, wenn du ein persönliches Reading möchtest, findest du auch unter www.seelenzauber.info. Unter Angebot steht alles, was du wissen musst. Kontaktieren kannst du mich über E-Mail, WhatsApp, SMS oder eine Facebook-Nachricht. Ich bitte euch da nur ein bisschen um Geduld, da doch sehr viel reinkommt. Und ich das ja nach und nach dann abarbeiten kann, möchte, wie auch immer. Ansonsten besuche mich gerne auf Facebook und Instagram, da gibt es fast täglich irgendwie eine Message von mir oder irgendwas anderes, was dir wiederum helfen kann. Sonst habe ich glaube ich jetzt nichts zum sagen. Ja, weil schaut auf meine Homepage, da steht alles. Energiekalender, auch falls du für 2020 schon die Portaltage da eintragen möchtest. So, und die Jahreskreisfeste und Erntedank und überhaupt und sowieso. So, Dankeschön fürs Einschalten und Zuschauen. Danke für jedes Abo und jedes Like, jeden Kommentar. Das unterstützt mich sehr, an Reichweite zu gewinnen, damit mir die Menschen finden können, denen ich helfen kann und helfen möchte. Und da sage ich auch nochmal Dankeschön dafür. Wenn ich auch nicht auf jeden reagiere, die meisten lese ich schon. Ich habe bloß einfach nicht mehr die Zeit, dass ich auf jeden reagiere. Ich hoffe, das ist in Ordnung und bitte da um dein Verständnis. So, meine Lieben, Dankeschön fürs Einschalten und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!